Freunde, hallo. Wir machen heute Traubensaft. Ich habe von Freunden die Trauben geschenkt gekriegt. Ich soll jetzt abernten. Das waren 130 Kilo. Die stehen jetzt hier. Wir machen jetzt Traubensaft raus mit unserer Handpresse und bringen sie ins Brauereifass mit CO2-Begasung. So, hier haben wir unsere Trauben. Vor einer Stunde geerntet. Beste Qualität. Ungespritzt. Mal kurz mit der Brause ein bisschen abgeduscht. Genau, und die pressen wir jetzt mit unserer Presse hier. Letztes Jahr habe ich Apfelsaft damit gemacht mit der Presse. Das war ganz schön schwierig. Aber ich glaube, Trauben gehen besser. Hier noch Auffangwanne. Das Netz kommt in den Holzbehälter rein. In das Netz kommen die Trauben. Das ist unser 60 Liter Brauereifass mit einem Spezialumbau hier. Da kann man die CO2-Flasche anschließen und es mit 3 bis 5 Bar beaufschlagen und dann Druck in das Fass reinbringen und es einschütteln in den Saft im Endeffekt und dadurch konservieren. Ein Ablassventil dran, also wenn Überdruck reinkommt, ab 7 Bar bläst es ab und hier oben kann man den Zapfhahn draufschrauben. Machen wir zum Schluss. So, dann tue ich jetzt mal unseren Sack einbringen. Da kommen die Trauben dann rein. Das müssen wir jetzt oben drüber stülpen über das Gewinde. Aufpassen, dass da kein Fett rankommt. Sonst haben wir das Fett nämlich im Saft. Das wollen wir nicht. Jetzt müssen wir drüber stülpen. So sieht es jetzt aus. Und da kommen die Trauben rein. Jetzt machen wir das Rand voll. Dann tun wir oben den Deckel drauf. Dann schrauben wir es einfach zu. Dann schauen wir mal, was passiert. Natürlich im Vorfeld alles schön sauber gemacht. Genau so. Jetzt kommt das hier. Okay. So, ich glaube, jetzt stimmt's. Jetzt brauchen wir die Mutter. Hier. Liter brauchen wir aus 130 Kilo. Das kann ja zu schwer sein. Aber ich glaube, wie ich das sehe, müssen wir mal nachfüllen. Ja, ich habe es jetzt schon ziemlich reingedrückt. Es geht gar nicht mehr viel weiter. Müssen wir nochmal Trauben nachfüllen oben.
Ja, gut, zumindest läuft's. Testen hier. Testen, wie die Qualität ist. Perfekt. Wieder So, unser Fass ist jetzt befüllt. 60 Liter Traubensaft. Jetzt müssen wir die CO2-Flasche anschließen. Die ist auf 5 Bar Regeldruck eingestellt. Und die Kraft im Anschluss da drauf. Auf den Umbausatz. Das hier ist handfest angezogen, das auch. Und da ist wichtig, dass alle Hähne quer stehen, weil sonst schießt alles oben raus. Und jetzt Druck drauf geben. Jetzt müssen wir nur noch die Flasche aufdrehen und dann soll hier Druck entstehen. Ah ja, hier noch auf. Okay, jetzt ist es fast druckbeaufschlagt. Und wir müssen es jetzt reinschütteln in die Flüssigkeit. Das heißt, wir müssen 20 Minuten hier sitzen, es fast schütteln. Dadurch sinkt der Druck. Wenn er nicht mehr sinkt, dann ist es fast fertig. Also man muss jeden Tag mal schauen, wie der Druck steht. Heute steigt er wieder an, wenn man es so stehen lässt. Und wenn man schüttelt, dann geht er runter. Und irgendwann schüttelt man, er geht nicht mehr runter und dann ist es fertig. Man erkennt auch, dass das Fass nicht fertig ist, wenn man es die CO2-Flasche zudreht. So ist zu. Dann fällt der Druck komplett ab. Der Druck muss bei geschlossener Gasflasche stabil bleiben. Relativ stabil. So. Also, jetzt noch eine gewisse Zeit schütteln. So, ich habe jetzt 15 bis 20 Minuten das Fass geschüttelt.
Jetzt hält sein Druck, jetzt ist es fertig. Muss es trotzdem die nächsten Tage überwachen, ob es nochmal fällt und dann halt nochmal ein bisschen schütteln. Und immer wieder mal Druck drauf geben. Wichtig ist, dass der Druck nie auf 0 fällt. Also man sollte halt schon schauen, dass es mindestens auf 2 Bar oder so steht, das Manometer. Und dann, also man kann das Gas dann hier wieder abschließen, wenn der Druck gehalten wird. Und an andere Flaschen anschließen. Oder einfach weglassen. Und wenn es nötig ist, macht man es wieder ran. Und füllt nach.